Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Ich bin Tex und da ist... Entschuldigung. Ja, Herr Sagan, der gerade noch an den ersten Patzer denken muss. Okay, jetzt hast du es erwähnt, jetzt muss ich die Outtakes mit reinnehmen. Danke. Ja. Ja. Okay. Damit wir uns wieder fangen, würde ich sagen, fangen wir einfach an. Und zwar hatte ich ja hier das letzte Mal angefangen, meine unterirdische Erntemaschine zu bauen. Da das hier aber bloß unsere ja vorläufige provisorische Sommerresidenz, bla, irgendwas ist. Huch, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Und ich muss in Grafikeinstellungen rummanschen, ist auch gut, haben wir beide was. Gut. Da haben wir uns gedacht, ich lasse das einfach wegfallen und Zane lässt seine angekündigten Katakomben hier einfach mal bleiben und wir suchen uns jetzt ein schönes neues Plätzchen, auf dem wir dann unsere ja, große Anlage bauen können. Du hast gesagt, ich darf in meinen Katakomben weiterbauen. Ja, aber in der großen Anlage, in unserem Monster-Palazzo. Aber guck mal, wie viel Minenstoffe hier noch runterliegen können. Allein wie viel Eisen, wie Kohle wir am Eingang gefunden haben. Du hast doch gesagt, wir sollen das dann mit einem Tunnel verbinden und dann kannst du bitte schön den Tunnel Ja, zugreifen. aber. Mir ist doch scheißegal, wo du abbaust. Ja, stimmt. Außerdem geht die Sonne gerade unter. Achso, dann sollten wir sowieso erstmal pennen. Ich will nicht schon wieder hier dieses Let's Play Komm. mit einem Let's Fail anfangen. Wäre nicht so toll. Nee, habe ich jetzt keine Lust drauf. So, dann hole ich mir jetzt gleich nochmal ein Schwert, falls doch noch irgendwelche Vieh hier rumrennen. Warte mal, wo war Oh, denn? wir sollten sowieso, nehmen wir irgendwie Startrohstoffe mit? Ich habe Ja, jetzt 29 Pflasterstein, 64 Erde, 40 Eichenholzbretter, 11 Eichenholzstufen, 2 Eichenholztreppen, die kann ich wegpacken. Nee, Quatsch, ich nehme habe ich mit. keine Spitzhacke mehr, oder? Was ist das hier? Ach, das sind diese Holzharken. Es gibt aber Pfeile, aber keine Spitzharke. Hast du eine Spitzharke? Ja, ich habe noch eine unbenutzte Spitzharke. Gut, dann Zack. hau die mal hin. Hab dich angekotzt, ist bereits drüben. Gut, habe ich aufgesammelt. Gut, dann habe ich jetzt Schwert, Spitzhacke und Axt. Die Axt ist aber schon ziemlich kaputt. Dann nehme ich einfach die zweite noch da oben. Crafte die schnell zusammen. Ist ja auch ein lustiges Gimmick eigentlich. So. Ist zwei kaputten, eine kaputte gemacht. Muss man erstmal können. Ich craft gerade eben noch mal ein paar Lebensmittel. So ein Ja, bisschen ich habe Brot. hier das Weizenfeld noch abgeerntet Ja. gehabt. Wie gesagt, also an deiner Stelle würde ich mir was mitnehmen. Das wäre langweilig. Gut. Ich suche mir da drüben. Beziehungsweise ich brauche noch eine Scharhaufel. Scharhaufel? Schaufel an Kopf. Schaufel haben wir auch nicht. Aber ich habe noch, warte kurz. Haben wir Stecken? Haben wir Da hast du Stecken? ein Stecken. Warte, so, Ich gerade brauche Zahl. noch zwei. 12. Ah, da. Und dann noch ein bisschen Kobbel. Das ist Wolle. Wo ist Kobbel? Kobble? Kobbel haben wir gar nicht mehr. Kobbel haben wir gar nicht Wie mehr. gesagt, ich habe noch einen Stack von 29 und das war's. Dann. Ich gehe eben kurz nochmal runter und hau mir noch ein bisschen in die Tasche. Ich nehme hier einfach Blapp. So, weg. Einer reicht mir schon für die Schaufel. Au. So. Fußgelenk gebrochen. Was hast denn du jetzt schon wieder geschafft? Bin durch so ein Loch gefallen, das wir hier geschaffen haben. Idiot. So, ich Hallo, hab Mitleid habe mit mir. Ich habe eine Fleischwunde. Mein eine Knochen guckt Stufe. raus. Ach komm, heul nicht rum. Mein Knochen in einer 64x64 Pixel-Auflösung. Er guckt raus. Gut, dann würde ich sagen, ich habe jetzt Spitzhacke, ich habe Schaufel, ich habe Schwert, Ich habe noch eine Axt ich mitgenommen. habe Axt. Dann können wir mal starten. Wo bist du? Da bist du. Ich laufe nur hinter dir her. Gut. Ich hatte mir hier schon,
Bisschen umgesehen. genau mich umgeguckt, wo wir eventuell ein Fleckchen hätten. Oh, ich bin schon wieder fast am Verhungern. Ich hätte mir vielleicht doch noch ein Brot zwischen die Kiemen hauen sollen, aber naja. Ach, jetzt auf einmal. Ja, nee, ich hätte es ja nicht mitgenommen. Indirekt. Oh, ist hier gerade ein Sumpfbiom gewesen? Nee. Nee. Aber hier ist so ein klitzekleiner Biomabschnitt, sehe ich auf der Karte. Doch, wir sind jetzt auf jeden Fall nahe einem Sumpfbiom. Ja, und zwar hier. Genau. Auf jeden Fall ist das hier die Stelle, die ich gemeint habe. Die sieht eigentlich ganz nice aus. Relativ schön groß, geräumig. Flach, eine Ebene, ein paar Löcher drin. Ja, hier hinten sind ein, zwei kleine Löchlein drin, aber Zwei Stück. wenn wir hinten, ja, hier ist eins und wo ist das andere? Oh, ich bin schon am Sterben, also Hunger, genau. Ich wollte gerade sagen, warum hast du einen Schaden gekriegt? Das andere ist hier. Oh, Slime, Slime. Warte kurz, Slime, Slime. Hier ist irgendeine komische Wasserkonstellation, die sieht ganz abgespaced aus. Hä, habe ich vom Slime keinen Slime bekommen? Nicht alle geben Slime. Oh, so ein Schleimer, ey. Doch, habe ich. Schleimball. Ah, gut. Ne, aber hier sind wir auch am Wasser. Hier können wir dann vielleicht Chicken! so ein, ich weiß nicht, Chicken! kleinen Art Hafen oder so bauen. Also Echt? für Boote oder Hier so, willst weil du einen Hafen bauen an der Pfütze? Idiot. Ach stimmt, ich habe PvP ausgemacht. Ah, sonst hättest du auch schon längst eine Schaufel am Kopf bekommen. Hier unsere coole Wasserkonstellation. Aha. Sieht irgendwie krank aus. Aber ich würde sagen, hier draus kann man was ganz Schönes machen. Ja, Wenn das man ist eine erstmal schöne hier Bucht. alles, wenn man hier erstmal alles, das ganze Gras weghaut. Chicken! Ich bin schon mal am Rasenmähen. Ich habe übrigens einen super Platz gefunden hier. Da warst du, glaube ich, aber auch schon. Die Landzunge hier, ne? Die sieht ja wirklich geil aus. Und ist auch schön flach und eben. Wo ich gerade rum huppele, wo auch immer du gerade bist. Ich bin gerade am Rasenmähen, habe ich doch gesagt. Na gut, Man ich sollte wirklich planiere. mal ein, man sollte wirklich mal ein Rasenmäher in Minecraft anschaffen. Macht doch nur Mod. Nee, nee. Nö, lass Ich meine, mal. gut, wir sind hier zwar auf dem Bucket-Server, das heißt, ich könnte das World-Edit-Plugin reinladen und dann gibt es hier diesen interessanten Befehl von wegen Remove Near. Da gebe ich einfach den Index von dem Gras ein, gebe noch den Radius ein und zack ist dann das ganze Gras im Radius von was weiß ich so und so vielen Feldern, Blöcken ist dann weg. Aber naja, wir sind ja hier im Survival und da ist das halt ein bisschen lästiger. Anders. Ich hör's doch schon wieder stöhnen. Ich bin's nicht, ich bin's nicht. Ich, nee. Würde mich auch wundern, wenn du dich anhörst wie ein Zombie. Naja, wer weiß, was ich gerade mache. Okay, das war jetzt Okay, nicht jugendfrei, das lassen wir raus. ich will's nicht wissen. So, zack, das hier weg. Ah, Mann, ey. Nein, meine Rasenmähen ist Schaufel eine geht schlecht. scheiß Aufgabe. Hm? Rasenmähen ist eine scheiß Aufgabe. Ich Im Dreck wühlen auch. habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Gras sowieso total scheiße finde eigentlich in Minecraft. Ich finde es nicht mal schön. Ich finde es hässlich und nervig. Ja, okay, wenn du Blöcke setzen willst, dann nervt es mich wohl eher im Creative am meisten. Ansonsten geht. Wie gesagt, mit World So. Edit ist das überhaupt kein Problem. Da ist es mit einem Tastendruck quasi weg. Aber jetzt ohne World Edit, naja, ich komme voran. Du hättest auch mit World Painter hier alles erstellen können. Ja, mit diesem World Painter habe ich noch nie was zu tun gehabt. Mich auch nur einmal kurz und ich habe. Huch, Schaufel kaputt. Und ich habe die Welt bis jetzt auch noch nicht richtig gespielt, beziehungsweise mich noch nicht mal darum bemüht, die irgendwie zu spielen. Aber sie schwirrt irgendwo in meinen Ordnern rum. Okay. Aber wie gesagt, das Ding an sich ist richtig nice. Kostet ein bisschen Zeit, aber ist nice. Ja, kann ich mir mal angucken. Bloß wie gesagt, was ich schade finde, dass ich da irgendwie keine bestehenden Welten mit bearbeiten kann. Aha.
Weil, wie gesagt, für unsere andere Server-Projektwelt, da wäre das richtig, richtig, richtig genial gewesen. Einfach mal irgendwelche Ebenen komplett plätten oder richtig Berge reinklotzen. Geht rein theoretisch. Das nochmal zu bearbeiten? Nee, ich weiß nämlich nicht wie. Ich weiß nicht, Nee, aber welche du Datei du da kannst. öffnen müsstest. Nee, aber du kannst eine neue Datei erstellen. Dann in deine alte Datei reingehen, deine alte Map. Mit World Edit einfach mal Alles übelst viel kopieren. auswählen und dann reinkloppen.